Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir. Ich möchte euch heute zeigen, wie man seinen Firmwarestand vom MMI updatet, was man dazu benötigt und worauf man achten muss. Und das alles nach einem kleinen Intro. Also fürs MMI-Update benötigen wir natürlich einmal eine Speicherkarte, auf der sich der neue Firmwarestand befindet. Bei mir ist das Ganze auf einer SD-Karte. Ob das Ganze beim MMI 2G auch so funktioniert, mit einem USB-Stick, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Ich spreche heute hier nur vom MMI 3G bzw. 3G High. Mit denen, also die auch im Handschuhfach diesen SD-Slot haben, dass man quasi die Karte halt reinstecken kann. Und mal abgesehen von der Speicherkarte, auf der sich der neue MMI-Firmwarestand befindet, benötigen wir natürlich auch einmal das Engineering-Menü. Das ist quasi wie das Hidden-Menü ein zweites verstecktes Menü. Und da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob es auch nötig ist, das freizuschalten oder ob das quasi immer mit dabei ist, auch wenn man das Hidden-Menü nicht freigeschaltet hat. Das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ich in meinen anderen Videos ein Video habe, in dem ich euch ganz genau erkläre, wie man das Hidden-Menü freischaltet. Falls ihr über die Tastenkombination gleich nicht ins Engineering-Menü kommen solltet, dann macht einfach dieses Skript. Dann habt ihr auf jeden Fall das Hin-Menü und da kommt ihr wahrscheinlich auch ins Engineering-Menü. Aber ich kann euch das nicht genau sagen. Kann auch sein, dass dieses Menü halt einfach von Werk aus immer freigegeben ist. Und da kommt ihr halt mit einem Tastenbefehl rein. Das zeige ich euch gleich natürlich. Ansonsten ist es so, dass das Ganze halt eine Weile dauert. Beim Updaten jetzt letztens beim Kollegen hat das ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Das ist immer auch abhängig von der Speicherkarte selbst, wie schnell die halt gelesen werden kann. Ich denke mal, auch da ist irgendwo die Grenze dann erreicht bei dem SD-Slot, also bei dem SD-Lesegerät im Auto. Denn ich denke mal nicht, dass die diese neuen Speicherkarten lesen kann mit 2000 Megabyte pro Sekunde. Also das bringt nichts. In dem Sinne zu übertreiben. Ich denke mal, so eine Speicherkarte mit 100, 150 Megabyte pro Sekunde sollte lesbar sein noch vom Auto und dafür halt sorgen, dass das Ganze halt dementsprechend halt auch schneller geupdatet wird. Das ist jetzt nur rein eine Theorie von mir, also ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Ausprobieren werde ich es wahrscheinlich nicht mit einer langsamen Speicherkarte, aber nur so viel halt dazu. Um natürlich zu gewährleisten, dass wir während des ganzen Updates immer genug Batterie haben, müssen wir natürlich das Auto an die Batterie, ein Ladegerät an die Batterie anschließen. Und da ich das Ganze schon hinter mir habe, mache ich quasi hier einfach nur, ich erkläre euch das alles bis zum letzten Punkt, wo man es einfach nur durchlaufen lassen muss. Das heißt, also Speicherkarte habt ihr mit dem Update, also mit der nötigen Software drauf, und dann benötigt ihr zum Beispiel so ein Batterieladegerät. Das schließt ihr einfach an Strom an, dann geht ihr zuerst an den Minuspol ran beim Anschließen und zuerst an den Pluspol, damit natürlich nicht so unnötig Funken sprühen, zuerst an den Pluspol und dann an den Minuspol. Zu den Funken, die sprühen eh nicht, egal wie man das anschließt. Ich weiß halt nur, das habe ich hier genutzt oder nutze ich halt für mein Motorrad
Und ich weiß halt, wenn man das falsch anschließt, da knallt da die Sicherung durch. Das wird beim Auto sicherlich nicht passieren, auch wenn ihr das verwechseln solltet. Das heißt, zuerst Plus, dann Minus und nicht zuerst Minus, dann Plus. Und beim Abnehmen natürlich dementsprechend andersrum, dann zuerst Minuspol und dann den Pluspol. Ziemlich einfach, das Ganze einfach anschließen. Das Teil kostet, glaube ich, keine 30 Euro. Das habe ich damals bei entweder bei Polo hier in Hamburg oder bei Louis gekauft. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Und das kann man halt auch fürs Auto benutzen. Hier sind auch ein paar Bilder drauf. Hier steht es auch für Motorrad, Roller, Auto, Quad, Jetski und Schneemobil. Genau, das heißt, ihr schließt als allererstes euer Auto über das Gerät, quasi über den Stromkabel halt, schließt ihr das Ladegerät an. Und wenn ihr das Ladegerät an Strom angeschlossen habt, dann schließt ihr das an die Batterie an. Dann müsst ihr als allernächstes, nachdem ihr das gemacht habt, macht ihr hier die Zündung an. Das heißt, am besten, ihr nehmt auch, wenn ihr Keyless Go habt, nehmt ihr den Schlüssel, steckt den Schlüssel da rein, dreht einmal, so dass ihr quasi Kontakt habt, dass ihr alles leuchtet, kurz bevor ihr quasi den Motor startet. Und dann würde ich euch empfehlen, macht hier das Licht aus, macht hier euer Klimabedienteil aus. Wenn ihr hier nicht diesen On-Off-Knopf habt, dann habt ihr wahrscheinlich diesen Knopf Echo, glaube ich. Und wenn ihr den einfach lange gedrückt hält, dann geht die Klima halt auch aus. Ne? Also das ist halt auch möglich bei denen, die halt nicht hier On-Off stehen haben. Wenn wir das gemacht haben, dann starten wir natürlich, sind wir hier jetzt in diesem Menü zum Beispiel. In dem Fall sind wir hier einfach jetzt in Car. Wir gehen dann halt über Car als nächstes auf Setup. Das heißt, es leuchten dann beide. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr oben rechts auf Setting. Und unter Versioninformationen könnt ihr hier ablesen, zum Beispiel, welchen Firmwarestand habt ihr denn überhaupt. Ne? Also in dem einen Fall ist das halt hier 2576D1. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die aktuellste im Moment. Aber ich weiß halt zum Beispiel, dass es ein neueres Navi-Update, also ich habe das 2017er, es gibt mittlerweile schon ein 2018er Navi-Update. Ich habe halt eins von 2017. Das kann man hier halt ablesen und so weiß man halt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Ne? Und man kann auf jeden Fall von, soweit ich weiß, kann man von jedem MMI-Software-Stand einfach updaten auf das Neue. So, um in das Engineering-Menü reinzukommen, wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, wenn das nicht funktionieren sollte und ihr habt das Hidden-Menü nicht, dann geht auf meinen Kanal, sucht da einmal dieses Video oder ich verlinke euch das gerne nochmal mit in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich, da zeige ich euch nämlich komplett von Anfang bis Ende, wie man sich das Hidden-Menü halt quasi aktivieren kann, mit einem Skript auf einer Speicherkarte auf seinem Auto. Also wir gehen ins Engineering-Menü, indem wir halt Return und Setup drücken und das gleichzeitig, wobei zuerst Return, dann Setup. Und sobald der Screen hier, wie bei mir gerade springt, haben wir die Tasten nicht richtig gedrückt. Das heißt, wir können es immer wieder loslassen und warten. Wir können es immer wieder loslassen, wenn wir die Tasten drücken und der Screen springt, dann haben wir auf jeden Fall nicht richtig gedrückt. Und wir müssen das halt immer wieder wiederholen mit den zwei Tasten hier, bis wir in dieses Menü hier reinkommen. Das ist das Engineering-Menü und hier können wir halt Sachen updaten und vieles mehr halt auch machen. So, was wir jetzt machen müssen ist, wir gehen auf Update und jetzt werden halt quasi die verfügbaren Quellen halt gelesen und jetzt nehmen wir unsere Speicherkarte und machen das hier hinten einmal in den ersten Slot. Wir warten einen kurzen Augenblick. Gehen jetzt hier mit dem Drehschalter auf SD1
und hat die gelesen. Und hier steht jetzt natürlich der aktuelle Softwarestand. Es ist derselbe, wie man sehen kann, den ich habe schon. Das heißt, wir klicken den an. Die Daten werden gelesen. Klicken hier auf Standard. Benutzerdefiniert ist ausgegraut. Aus dem einfachen Grund, da wir im Hüttenmenü User-Defined Mode halt unter SWDL, glaube ich, nicht aktiviert haben. Aber wir brauchen das in dem Fall nicht. Das braucht man zum Beispiel beim Update vom Navi, damit man da zum Beispiel halt gewisse Parameter vielleicht halt deaktiviert, wenn man Bose hat. Ne? Also, wir gehen hier einfach auf Standard. Jetzt wird hier alles angezeigt. Also alles das ist quasi halt hier obwohl, ich kann sein, dass ich mich gerade geirrt habe. Es kann sein, ich gehe mal auf Return. Also ich habe ja Bose bei mir im Auto und ich habe viel gelesen. Und das heißt, man soll halt übers Hidden-Menü erstmal quasi in SWDL rein und da kann man dann diesen User-Defined-Mode aktivieren. Und wenn man den aktiviert hat, kann man hier quasi auf benutzerdefiniertes Update gehen. Und wenn man dann darauf geht, kann man quasi jeden Ordner manuell anwählen und abwählen und kann dann dementsprechend halt sagen, man möchte gewisse Dinge nicht updaten. Denn was bei vielen Leuten passiert ist beim Update, dass sie sich am Ende zum Beispiel die Parameter von der Bose-Anlage halt quasi, dass sie verstellt wurden und dass das Bose sich halt nicht mehr so gut angehört hat. Ich kann halt nur für mich sprechen und kann sagen, ich hatte das Problem nicht. Ich habe viel gelesen und ich habe auch versucht, diese Punkte unter Bose und Co., ich habe das alles nicht gefunden, zu deaktivieren und das ging alles einfach nicht und am Ende habe ich mich einfach dafür entschieden zu sagen, ich mache das jetzt einfach so, wie es ist und gut ist. So, wenn wir natürlich jetzt hier angekommen sind am Ende, dann klicken wir einfach auf Update starten. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich das Ganze ja schon habe. Aber bis hier ist es halt eigentlich recht übersichtlich und recht einfach. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf unseren Knopf drücken, dann startet natürlich das Update. Es wird immer wieder mal der Bildschirm ausgehen, weil quasi sich das ganze System nochmal neu startet. Es ist halt so, wie wenn man zum Beispiel Windows installiert oder sowas, dass wir... Ich muss mal jetzt ganz kurz hier ein Ladekabel ans Handy schließen, sonst geht mir das vielleicht noch aus. Das wollen wir ja hier nicht. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall, genau. Bis hierhin ist es ja recht einfach. Vor allem auch jetzt mit dem Video für euch. Ihr müsst jetzt quasi nur auf Update starten machen. Nur müsst ihr das halt so machen, dass euer Motor nicht läuft, sondern einfach nur Kontakt. Dann halt dafür sorgen, dass das Auto nicht ausgeht. Denn dadurch, dass ihr halt ein Ladegerät an die Batterie geschlossen habt, kann der Batterielevel oder Pegel kann nicht unterschritten werden. Es gibt nämlich einen gewissen Punkt X, wo einfach dann alles ausgeschaltet wird, um zu gewährleisten, dass man das Auto noch starten kann. Und wenn ihr kein Ladegerät anschließt und hier euer MMI beim Updaten, das ja vielleicht so eine Dreiviertelstunde dauert, frisst Strom ohne Ende und frisst euch die Batterie leer und dann sagt das System, also schalten wir ab und das bricht jetzt ab während des Updates, das wäre natürlich nicht so gut. Was dann genau passiert, weiß ich nicht. Kann sein, dass man sich quasi diese Unit irgendwie verhaut. Ich bin mir da nicht sicher, ich bin da auch nicht so der Experte. Aber sorgt einfach dafür, dass ihr Strom habt. Kostet halt nicht die Welt so ein Teil, kann man immer gebrauchen. Oder ihr fragt einen Kollegen, der das vielleicht hat. Lange Stromkabel, dann geht das. Und ja, Kontakt, alles aus hier, was Strom frisst, weil wir halt nur Zündung anhaben. Ja, und dann geht ihr halt hier so rein, wie ich euch das gezeigt habe und klickt am Ende auf Update starten. So, das Ganze läuft dann halt einfach durch. Also hier sieht man dann halt auch dann in Prozenten halt, wie viel erreicht wurde. Irgendwie Part 1 von 2 oder wie auch immer. Und ganz am Ende gibt es halt nochmal so ein Feld halt wie hier zum Beispiel. Ihr seid natürlich dann irgendwo ganz weit oben.
Also jetzt ist nicht derselbe Inhalt jetzt wie hier, der steht dann ein bisschen was anderes. Und ihr müsst dann ganz runter scrollen und da steht quasi irgendwie Dokumentation abbrechen. Und wenn ihr das gemacht habt, entweder startet, glaube ich, das MMI neu, wartet einfach mal 2-3 Minuten. Wenn nichts passiert, dann macht ihr einfach über Affengriff quasi einen Neustart, nimmt dann auch die Speicherkarte dementsprechend raus und seid dann fertig halt. Ne? Ich mache jetzt hier quasi nichts, ich gehe jetzt hier wieder raus und gehe hier quasi über den Affengriff auch aus dem Engineering-Menü raus. Wahrscheinlich könnte man da auch wieder über dieselben Tastatur, also über dieselben Tasten halt auch wieder rausgehen. Ich mache jetzt einfach quasi einen Neustart. Und genau, wenn ihr auch wissen wollt, wie man sowas zum Beispiel tauscht, auch da habe ich Videos auf meinem Kanal schon. Ist auch sehr einfach, wenn man das Hidden-Menü hat. Genau, wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr halt über K und Setup und dann halt hier oben auf Settings natürlich überprüfen, ob ihr mit der ganzen Geschichte erfolgreich wart. Natürlich steht jetzt hier Softwarestand 0 und NaviDB Version 0. Das liegt halt daran, da das Ganze halt noch am Booten ist quasi, weil ich das MMI gerade einmal neu gestartet habe. Gucken hier nochmal rausgehen. Naja, wie auch immer. Also, so sieht's aus. Das war diese ganze Geschichte zum Thema Updaten vom Softwarestand. Und wie gesagt, alles, was ihr halt braucht, ist halt das Ladegerät, ein Stromkabel, eine Speicherkarte mit den Daten drauf und ein bisschen Zeit halt. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sollte reichen und dann seid ihr damit durch. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, hinterlasst einfach einen Kommentar. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und schaut auch einfach gerne mal generell auf meinen Kanal vorbei. Da habe ich einige Videos in letzter Zeit rausgeschmissen und ja, es gibt immer wieder was Neues, das ich zeige und erkläre und was noch. Demnächst folgen auch mal Videos zum Thema Autowaschen. Ja, klar ist das Internet damit voll, aber ich persönlich gebe einfach meine Erfahrung einfach weiter und ob ihr das dann scheiße findet oder nicht, ist euch überlassen. Aber wie gesagt, ich habe Spaß an dem Ganzen und deswegen mache ich das Ganze und ja, ich wollte mich freuen, wenn ihr genau, wenn euch das gefallen hat, das Video, dass ihr dann halt einfach ein Like hinterlässt und bei Fragen, Kommentar, ich antworte immer drauf und ansonsten genau, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zum Beispiel, was ich euch gerne zeigen soll, wenn ihr Fragen habt, diesbezüglich sagt, wie macht man das oder wie geht das und es ist irgendwie möglich, dass ich das machen kann oder ich weiß, wie es geht zum Beispiel, dann mache ich das gerne und ich mache auch gerne ein Video drüber zum Beispiel. Wie gesagt, lasst es mich wissen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.